Der Akinator, Bro! Wow! Krass! Krass! Ah, ich weiß es! Es ist. Es, also, wenn es das nicht ist, dann bin ich echt enttäuscht. Hey Leute! Was geht? Herzlich willkommen zu Spiel mit mir, Apps und Games! Woo. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Seid ihr bereit? Für ja, den Akinator! Ja, was kann der, was will der? Der Akinator kann unsere Gedanken lesen, okay, wenn wir an eine Person denken. Oder krass, vielleicht auch ein Tier oder ein Gegenstand oder was auch immer. Wir okay, denken uns irgendwas aus, denken daran, er stellt und Fragen. Du willst und mir jetzt gerade ernsthaft erzählen, dieser Typ da. Der Genie, der Akinator-Genie. Der im PC drinne. Der soll unsere Gedanken lesen. Ja. Glaube ich nicht. Ich habe das schon oft genug ausprobiert, ich weiß es. Oh Gott, okay. Du kennst ihn wirklich noch gespannt. Nicht. Ich bin gespannt. Ja, du wirst es jetzt mal sehen. Mal mit hier Akinator. Ja. Ich bin gespannt. Ja, sehr. Und als erstes denken wir mal an dich. An mich? Ja, mal gucken, ob er dich schon kennt. Hä? Warum? Nein. Na, Felix, warum sollte der? Wir versuchen es mal. Wähle die nächste Spielethematik. Wir fangen einfach an. Jetzt Figur oder Tiere? Du hast es ja Tiere? Verraten, vielleicht hört er uns. Durch das Mikro. Ja. So funktioniert das immer. Der hört so. Okay, ist deine Figur männlich? Ja, du darfst das beantworten. Nein. Du musst diese Fragen nicht beantworten. Okay. Ist deine Figur eine YouTuberin? Leute! Ich würde sagen, ja. Ja. Wie? Warum? Er hat echt zugehört, oder? Ja, was würdest du denn jetzt sagen? Also, würde ich sagen, nein. Mhm. Aber wieso kommt er direkt auf YouTuber? Also das ist, der hat schon wieder hier komische Vermutungen. Ja. Fakt ist ja, also meine Naturfarbe ist dunkelblond, aber die Leute würden eher sagen, das ist eher so brunett, auch, braun. Also wenn du sagst, vielleicht nicht, ist wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, ich würde auch eher nein sagen. Ja, eher nein. Ich glaube, bei blond denkt man halt an was anderes. Genau. Kann deine Figur Körperteile nachwachsen lassen? Nein? Hä? Warte, ich check die Frage nicht. Kannst du Körperteile nachwachsen lassen? Wie? Also meine Nägel wachsen nach. Also das ist das Einzige, was ich... Also weißt du, ich denke, aber nein, er zieht eher drauf ab, wie so eine Echse, wenn der Schwanz abfällt. Leute, und abgebissen nein, wird, dass der nachwächst. Ich glaube nicht. Nein. Wobei, Haut ist auch ein Körperteil, es wächst auch nach. Ja, das wächst ja auch Haare. Wir sagen nein, nach, wir sagen nein. Nein. Und deine Figur noch bei den Eltern? Nein. Nein. Weinst du oft wegen deiner Figur? Hä? Also ich weine gar nicht wegen dir. Ich weiß nicht, ob du wegen dir weinst. Ich wegen mir selber? Nö. Nein. Hat deine Figur etwas mit der Polizei zu tun? Nein. Nein. Ist deine Figur ein Gamer? Seit neuestem. Sollen wir sagen wahrscheinlich? Wahrscheinlich. Hat deine Figur blondes Haar? Nein! Nein! Nein, auch nicht. Kein blondes Haar. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Das ist richtig. Ja. Das definitiv. Hat der Name deiner Figur 5 Buchstaben? Naja, nein. Weil, also Claudia hat 7 Buchstaben und dir hat 3. 7 minus 3 wären noch 4. Also ja, nein. Nein. Ha. Hat deine Figur Hörner? Nein. Nicht mal auf dem Thumbnail. Mit dem Teufel, da hatte ich die Hörner. Nein, keine Hörner. Ja. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Nein. Nein. Immer noch nicht. Nein. Sprichst du eigentlich Deutsch? Pablo Español. Das war Pablo Español. Das war schlecht. Nein, ich spreche auch kein Spanisch übrigens. No. Aber, Deutsch spreche ich. Also, ich habe jetzt gerade Nein hab gesagt, aber ich habe Ja gemeint. Ne? Du hast Ja gedrückt. Ich habe Ja gedrückt? Ja, du hast Ja gedrückt. Genau. Das ist wieder so typisch Verwirrung. Das dir sagt nein, meint nicht Ja. Männlich. Der ist aber ganz schön komisch heute. Hat der da drei Buchstaben? Drei Buchstaben. Wenn wir Dia nehmen, jetzt ist die Frage, ne? Dann wir, wahrscheinlich. Wollen wir, dass er jetzt auf Dia kommt oder auf Klaus? Versuchen wir mal auf wahrscheinlich. Ja, okay. Ist deine Figur älter als 18? Definitiv, ja. Macht deine Figur Fortnite-Livestreams? Nope. Hat deine Figur Katzen? Ja! Nicht nur eine, sogar zwei. Okay. Hat deine Figur etwas mit Akinators Familie zu tun? Akinators Familie? Hä? Nein, ich kenne euch nicht. Nein! Hat deine Figur schöne Augen? Was meint ihr? Das ist Nein. Was? Ich habe Ja gedrückt. Felix, ich habe Ja gedrückt. Ich habe Ja gedrückt. Dankeschön. Spielt deine Figur Roblox? Ja. Ja. Hat deine Figur in den Redstone, in der Redstone World nein, von keine The Ahnung, Warcraft gebaut? Nein. Moderiert deine Figur in einer Quiz-Show? Nein. Quiz? Nein. Also, nee. Hast du bisher noch nicht? Nö. Trinkt deine Figur gerne Tee? Ja. Ja. Okay, nächste Frage. Ist deine Figur eine Maus? Nein. Nein. Ich bin keine Maus. Spielt deine Figur Warcraft Dry? Nein. Dry. Ist deine Figur Twitch
Streamer? Nein, auch nein. Nicht. Lebt deine Figur in England? Nein. Hat deine Figur etwas im Video? Ja. Ja. Ach Mann, der ist aber echt lahm heute. Lebt deine Figur MR07, was ist das? Wahrscheinlich. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ich weiß nicht. Das ist Französisch. Nein. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Bisher nicht. Bisher nicht, ne. Schlüpft deine Figur manchmal in die Rolle von Zombro? Nein. Nein. Was auch immer das ist. Hat dein Name deiner Figur 5 Buchstaben? Auch wir haben uns schon auf 3 geeinigt. Wenn wir die ernehmen, ja. Ja. Also nein. Verrechnet sich deine Figur des Öfteren im Unterricht? Ich habe ja keinen Unterricht mehr. Also aber nein. Verrechnen würde ich mich halt schon. Hat deine Figur langes Haar? Ich würde sagen, das kann man jetzt lang zählen lassen. Ja, würde ich auch sagen. Hat also deine Figur. Nein! Keine blonden Haare hier! Streamt deine Figur auf Twitch? Nein! Gehört deine Figur zu einer Gruppe? Ja! Oh. Ist deine Figur dunkelhäutig? Nein! Hat deine Figur gefärbte Haare? Nein! Wohnt deine Figur in Bielefeld? Oh mein Gott, Felix! Verkleidet sich deine Figur öfters als Frau? Moment, bin ich das? Nein! Du verkleidest dich ja nicht als Frau, ist du bist deine Frau. Ist deine Figur Kapitän der Mannschaft? Nein. Nee. Hat deine Figur Locken? Nein. Das ist wieder Eva. Gehst ja. du mit deiner Eva Figur durch dick und dünn? Das bezieht sich jetzt auf mich, also ja. Hat deine Figur einen Zweitkanal? Theoretisch. Ja, schon, oder? Also wir haben ja, ja, haben ja. wir. Ja. Snapchat? Nein. Jetzt geht der Snapchat durch. Haben wir Gronkh und Sarah da? Nein. Ich glaube, der war in der richtigen Richtung, aber wahrscheinlich kennt er dich doch noch nicht und deswegen. Ja, ja. Bist du verliebt in deine Figur? Hä? Bist du? Nein. Bist du? Nein. Nein. Da steht sogar dunkelblonde Haare! Hat er nicht! Da steht sogar dunkelblond! Oh mein deswegen Gott! Deswegen hat er nach den blonden Haaren gefragt! Oh mein Gott! So von wegen, seid ihr euch sicher, dass die keine blonden Haare hat? Der weiß einfach, dass meine Haare dunkel sind. Aber hast du das mal in einem Video gesagt, dass du dunkelblonde Haare hast? Ich weiß es nicht! Der Akinator Bro! Wow! Krass. Krass. Und dass der auch noch schreibt, Claudia, auch dir genannt, von Spiel mit mir. Dunkelblonde Haare. Oh mein Gott, das ist schon fast... Und du hast... ja, und du hast ihm, wie heißt das, misstraut. Du dachtest, der schafft das nicht, aber... Ey, aha. Mir ist total heiß. Das ist krass. Prima, nochmal gefunden. Oh Claudia, auch dir genannt. Oh, oh du bist Gott, 36 Mal... hat schon. Abfotografieren, aber hier, ja, ja, mach mal. 36 Mal wurde schon nach dir gesucht hier. Was? Oh mein Gott, okay, ich muss, Leute, ich das letzte Mal gestern. Ja, also cool. Ey, das ist wirklich krass, Leute. Aber dann würde er mich auch finden, deswegen müssen wir nach mir jetzt eigentlich gar nicht suchen. Ey, das ist, das, ich hab das wirklich nicht geglaubt. Ne? Ich schon. Also wirklich nicht. Ich kenne den Akinator. Aber woher kennt Akinator mich so? Ja, weil Leute halt selber, es können Leute ja selber hier was einfügen. Ja. So, wenn er das irgendwann nicht findet, fragt er, wer war es denn? Und dann kann man halt das selber reinschreiben. Leute, da draußen, habt ihr schon nach dir gesucht? Habt ihr nach mir gesucht? Kommentiert mal gerne, das würde mich jetzt interessieren. Und weil, dir dann eingefügt. Ja, genau, und habt ihr dir eingefügt, weil ich habe das noch nie gespielt. Und ich bin gerade echt... Wie du geschrien hast einfach. Ich bin geschockt. Also... I'm shook. Ja. Also mir fehlen selten die Worte. Brauchst du noch einen Moment, bevor wir weiterspielen? Ich glaube, ich brauche einen Schluck Wasser erstmal. Nein, ich bin gerade wirklich krass. Ich komme nicht drauf klar. Lass uns weiterspielen. Okay. Wenn das weiter? So ist, dann was machen wir jetzt? Jetzt mach's mal richtig jetzt schwer. Würde ich meine Challenge mit dir machen. Du weißt jetzt den Akinator, wie gut er ist. Ja, also wenn der mich schon kennt. Ich habe mir jemanden ausgedacht in meinem Kopf, in meinem Äppchen. Ja. Und ich will mal schauen, ob du schneller bist oder der Akinator. Ob ich? Ja, du siehst ja, also Leute. Ich werde die Fragen ja vorlesen, beantworten und dann mal gucken, ob du schneller drauf kommst als der Akinator. Also wenn du glaubst, du hast es, dann also sag, hey, stopp, ich glaube, ich weiß es. Krass, okay. Okay, ist deine Figur männlich? Nein. Okay, warte, ganz kurz. Oh, du brauchst... Okay, ich muss mitdenken. Du musst also mitdenken. Die Figur oder... Also ein Promi, ne? Hast du gesagt? Mhm. Ja, also Promi. Eine prominente Figur. Eine prominente Figur und die ist weiblich. Okay, ey. Sie ist zumindest nicht männlich. Felix, du kannst sie nicht so schnell... Okay, ich bin etwas langsamer. Okay. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Okay. Ist die Haarfarbe deiner Figur blond? Wahrscheinlich. Also auch dunkelblond, oder was?
Komm, du kannst mir extra Hat deine geben. Figur einen Hund als Haustier? Wahrscheinlich. Okay. Ist deine Figur deutscher YouTuber? Nein. Okay. Spricht deine Figur Deutsch? Wahrscheinlich. Ja, was heißt hier wahrscheinlich? Ja oder nein? Oha, man. Kann man nicht so einfach sagen. Okay. Wohnt deine Figur in Deutschland? Nein. Hat deine Gott. Figur Kinder? Nein. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nein. Was? Hat deine Figur blondes Haar? Wahrscheinlich, habe ich gesagt. Kommt deine Figur in einem Märchen vor? Nein. Ich habe eine Idee. Aber spielt deine Figur in einer Kinderserie? Wahrscheinlich. Ah, ich weiß es! Es ist... Es, also, wenn es das nicht ist, dann bin ich echt enttäuscht. Du musst es jetzt sagen. Es ist Barbie! Ja! Ja! Sehr gut. Ja, Mann. Leute. Weil ja, Barbie, okay. kann, Barbie ist halt klar. alles. Barbie ist everything. Ja, weil ich dachte jetzt gerade... Deswegen ist das schwierig, das zu spezifizieren. Ich dachte gerade echt so... Ja, okay, wegen Sprechen und Kinder und Haustiere und alles. Richtig. Ja, stimmt, das ist Haare, es gibt ja auch Barbies mit braunen Haaren. Aber wie bin ich gerade drauf gekommen? Ne? Ja. Und weil jetzt gerade wir hype, also es sind gerade so gehypt auf Barbie. Ja. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin davon ausgegangen, es ist eine reale, echte, prominente Person. Muss aber auf meine Formulierung achten. Eine prominente Figur, habe ich gesagt. Ja, stimmt. Also wollen wir mal gucken, richtig gut. Ob aber der Akinator es auch. Ich habe gewonnen gegen den Akinator. Richtig. Gucken wir mal, ob er es noch weiter kann. Kennst du deine Figur aus dem Fernseher? Ja. Ja. Hat deine Figur eine kleine Schwester? Ist Shelly die kleine Schwester? Ach, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich sag mal ja. Ja, der hat es jetzt auch. Ja. Hat deine Figur. Ist deine Figur ein Kind? Nein. Nein. Der muss doch einfach nur sagen, es Luxus ist Barbie. Ja. Ja! Yeah! Hey Barbie! Oh, aber habt ihr gemerkt, Hi, wie Barbie. Schnell, wirklich 3 Fragen später und er hat's rausgefunden. Ja, das war ganz schön knapp bei dir. Also es war wirklich knapp, dass ich das jetzt so drauf gekommen bin. Ja. Ich habe zwischendurch an Taylor Swift gedacht. Aber dann, die kann ja kein Deutsch und so, ne? Ich weiß nicht. Ich dachte du bist irgendwie, auf Taylor Swift keine gekommen. Ahnung, Taylor Swift, Britney Spears, irgend so eine Sängerin, die bekannt ist. Shakira, keine Ahnung. Nee, oh mein Gott, ey, Shakira. Keine okay, Ahnung. Ja, es ist so alles Barbie. In meinem Kopf durchgegangen, aber es ist Barbie. Barbie wurde 271.823 Mal gespielt. Ja, hätte ich mehr gedacht, ehrlich gesagt. Ja, du, da kann ich nicht mithalten mit 36. Wollen wir noch eine Mal? Runde und mal andersrum? Ja. Okay. Das heißt, ich überlege mir immer. Ja. Ansonsten, ich habe noch mehrere. Du hast noch mehrere. Also wir können das nochmal gegen dich spielen. Ja. Oder also ich hab du überlegst mir jemanden. Nö, ich habe jemanden. Ja, okay. Glaube ich. Na dann los. Deine also, Figur männlich? Ja. Na, hallo. Kommt drauf. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Nee, ich glaube nicht. Nein? Also, nein. Okay. Nein. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht? Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Wahrscheinlich nicht? Lebt deine Figur in Deutschland? Spielt deine Figur in einer Kinderserie? Ich glaube ja. Wie? Du musst doch irgendwas wissen. Ich hab doch gesagt ja. Hat deine Figur Haare? Du glaubst ja. Also ja, der hat Haare. Geht deine Figur zur Schule? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Nein. Ich habe eine Idee, aber ich sag noch nichts. Guck noch mal weiter. Trägt deine Figur eine Kopfbedeckung? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann ist es doch nicht, was ich dachte. Na okay, neu nachdenken. Trägt deine Figur einen Bart? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich bin gerade selber verwirrt mit diesen Fragen. Und außerdem muss ich auch schwer machen. Hat deine Figur weiße Haare? Nein. Hat der Name deiner Figur 3 Buchstaben? Bist du schon im Weg? Nein. Also der Name meiner Figur hat 3 Buchstaben. Wenn ich das jetzt droppe, ne, dann glaube ich, der Akinator weiß Bescheid. Ist es Ken? Warte. Ist deine Figur für das Tragen eines Gaming-Bauers? Er denkt, es ist Bob der Bauarbeiter. Nein, aber du hast recht, ich habe wirklich an Ken gedacht. Wow. Ja, wow, ich bin dir so kreativ. Ich weiß, Leute. Ich habe erst gedacht, du fragst nach dem Akinator.
Nein, ich wollte... Aber, ach, das wäre auch witzig gewesen. Warum? Nein, ich habe mich für Can entschieden, weil ich halt dachte so, das wird jetzt schwer. Weil ich es dachte, zu offensichtlich ist. Ja, genau, Ja, aber warte, wollen wir herausfinden, ob der Akinator auch noch drauf kommt? Ja. Außerdem. Es ist nicht Bob. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Jetzt kommt. Guck, da kommt. Ja. Was sind Barbies? Was ist ihr? Ja. Ich bin Ken! Woo! Also, was heißt ich bin Ken? Ich bin Ken. Du bist Ken. Du bist Ken. Ich bin Barbie. Hi, Barbie. Hi, Ken. Okay, cool. Leute. Dann haben wir es geschafft. Wir haben Claudia gefunden und Barbie und Ken. Ja, wow. Genau. Leute, aber wir haben beide. Nicht. Wir sind gerade wirklich extrem geil auf diese Filme. Wir freuen uns. Ja, mal schauen, was wir. Was wir. Genau. Ja, also, so. Cool. Wir haben, das Beste war, dass wir dich gefunden haben. Ja, und dann haben wir beide auch noch krass. Die Challenge gewonnen. Ich würde sagen. Krass. Ich meine, dass die Barbie und Ken finden, ist ja wohl klar. Ja. Also, die sind halt wirklich. Yo. Kennt man. Aber. Ken. Wow. Hä? Ach so, wir dürfen abstimmen. Gut sieht aus. Ja, also ich bin für das hier. Ja, ich auch. Das haben ja erst 10 Leute dafür abgestimmt. Wow. Der hat deutlich weniger auf als Barbie, ne? Gesucht. Ja. Naja. Naja, was soll's. Was soll's. So. Okay. So. Ja, ich würde sagen, es war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Wir haben alles geschafft, was wir das wollten. Das war heftig, Leute. Das war richtig gut. Also, dass Akinator mich gefunden hat, ich weiß nicht. Ich bin überrascht. Ich bin nicht überrascht. Ja, du wusstest ich kenn es, ne? Aber, der Akinator kann alles. Aber wir waren besser als der Akinator. Ja, ja. Wir waren besser. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oder zwei. Oder drei. Nein. Wenn ihr zweimal draufklickt, geht's wieder weg. Also immer und gerade. Eins, drei. Drückt einfach ganz oft drauf, sieben, aber so, dass neun. Es markiert bleibt. Ja, genau. Genau. Abonniert den Kanal. Wir freuen uns. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.